Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 29. Oktober 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Es ist eine andere Berechnung, auch ein anderes Ergebnis, also nicht wundern, wenn ich hier erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sind. Es ist nicht übereinstimmend, so wie die westliche Astrologie das berechnet. Warum? Weil unser Sonnensystem hat auch eine gewisse Bewegung, bewegt sich durch den platonischen Jahr, ergibt sich auch die platonischen Monate. Jetzt leben wir im Wassermann-Zeitalter, das ist eine von diesen platonischen Monaten und dadurch verschiebt sich die Frühlingspunkt. Und diese Verschiebung berücksichtigt die indische Astrologie, so wie die Astronomen das auch berücksichtigen. Es ist eine präzisere Berechnung. Und das ist aufgebaut nach dieser Berechnung, nach dieser indischen Astrologie. Das heißt, bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf. Im gleichen Zeit geht die Tierkreiszeichen wieder in Westhorizont nach unten. Diese zwei Punkte symbolisiert Aszendent und Deszendent. Aszendent bedeutet, ich bin's, ich bin mir bewusst, ich bringe das im Ausdruck und das, was die Waagegeborenen gerade machen. Und Deszendent genau gegenüber spiegelt das etwas. Da ist der Partner oder Partnerin, wir schauen in die Spiegel, das heißt, hier symbolisiert die Partnerschaft. Und das ist ein wichtiges Thema gerade für die Wiedergeborenen. Die anderen Tierkreiszeichen symbolisieren auch bestimmte Themen. Und das ist die Monatsthema. Bei Skorpiongeborenen ist die Monatsthema Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Bei Schützengeborenen ist die Monatsthema gerade kleinere Veränderungen, eine kleine Reise, Verbindungen im vertrauten Umgebung wie Nachbarschaft, Bekanntenkreis, Verwandten, da bewegt sich einiges. Bei Tierkreiszeichen Steinbock ist die Monatsthema ein Basis, ein Fundament, auch die Ruhe, dieser Rückzug, das eigene Zuhause, die schöpferische Kraft oder Arbeit mit Kindern, mit eigenen Kindern zusammen zu sein oder arbeiten an das innere Kind, das ist das Thema gerade bei den Wassermanngeborenen. Die Alltag, die Pflichten zu bewältigen, um die Gesundheit zu kümmern, das ist das Hauptthema bei den Fischengeborenen. Bei Wiedergeborenen ist die Liebe Partnerschaft, dann eine Wandlung, eine innere Wandlung, ein Transformationsprozess haben gerade die Stiergeborenen, aber auch Themen mit Ämtern oder Gericht, das ist auch sehr wichtig. Eine große Reise, Kontakte im Ausland oder Erkenntnisse, eine innere Reise, das ist das Hauptthema gerade bei den Zwillingsgeborenen. Anerkennung, Ansehen, Ziele zu erreichen, etwas sichtbar machen, im Mittelpunkt stehen, das ist das Hauptthema bei Krebsgeborenen. Freundschaften, Bekanntschaften pflegen oder das Aufräumen, ein bisschen sortieren, wen kann man vertrauen, wen nicht, oder etwas gründen, aktiv sein in einer Gruppe und etwas tun, wo Hoffnung besteht, das ist die Aktivität gerade bei den Löwen geboren. Ein gewisser Rückzug oder die Geheimnisse, Geheimnisse zum Erfahren oder hinter den Kulissen zu schauen oder um Seele kümmern, das ist das Hauptthema der Jungfrau geboren. Dann wird sich das alles drehen und nächsten Monat ändert sich das Bild
weil dann ist der Sonnenaufgang bei den Tierkreiszeichen Skorpion. Aber das sind momentan die Themen, was den Monat ausmacht. Aber ich muss dazu sagen, das ist die indische Berechnung. Und das kann sein, dass jemand denkt, ist zum Beispiel in Tierkreiszeichen Jungfrau geboren und nach dieser indischen Berechnung ist es gar nicht die Jungfrau, sondern die Tierkreiszeichen Löwe. Also ich empfehle, die Horoskopen umrechnen oder umrechnen lassen auf diesem indischen Berechnung, sonst stimmt das gar nicht. Ich kann das als Blitzberatung anbieten. Sonne geht in Osthorizont auf, in Tierkreiszeichen Waage, also hier steht gerade die Sonne. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge, also ich setze Mond zum Tierkreiszeichen Zwilling. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock, ich setze Mars zum Steinbock. Merkur ist in Tierkreiszeichen Skorpion, ich setze zu Skorpion, auch Jupiter ist im Skorpion. Venus ist rückläufig, das heißt Thema Liebe, Partnerschaft ist etwas gebremst, aber diese Rückläufigkeit kann auch bedeuten, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit, ich setze zu Waage. Saturn befindet sich im Schütze, ich setze zu Schütze. Uranus ist rückläufig, bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder. Neptun ist auch rückläufig und bewegt sich im Wassermann. Und Pluto befindet sich nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Schütze. Das ist die Unterteilung von Planeten. Welche Verbindungen haben wir? Sonne und Mond stehen in Harmonie. Warum? Weil die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement, die Tierkreiszeichen Zwillinge gehört auch zum Luftelement, verbindet sich bei den Lichtern, die Luftelement, diese Leichtigkeit, und das ist eine harmonische Verbindung. Ich habe die anderen Aufnahmen der Tanz der Schamanen, wo ich die Elementen erkläre. Nicht wundern, dass Uranus, Neptun und Pluto erscheint dort nicht, weil Uranus, Neptun und Pluto gehört nicht zu den persönlichen Planeten und Saturn ist zwar in Tierkreiszeichen Schütze und das ist Feuerelement, aber bei Verteilung der Elemente, was ich bei anderen Aufnahmen der Tanz der Schamanen zeige, Saturn kommt in die Mitte, weil Saturn erdet. Und wenn ich diese Elementenverteilung betrachte und ich empfehle, diese Aufnahme auch mal anschauen, dann können wir das erkennen. Heute fehlt ein bisschen die Feuerelement und das ist die Kraft und die Mut, die Begeisterung. Also sollen wir in den Tag einfließen lassen. Aber zurück zu Verbindungen, also Sonne und Mond gibt die Harmonie, die innere Balance, dass auch die Leichtigkeit durch diese Luftelement. Mond und Saturn stehen gegenüber, Saturn im Schütze, Mond im Zwillinge stehen gegenüber. Es geht um unsere Gefühle. Das ist schon die Mondenergie und Saturn nimmt das ernst. Das ist diese Ernsthaftigkeit von Saturn, aber auch erdet. Das heißt, wir sollen unseren Gefühlen heute sehr ernst nehmen und nach Gefühl handeln. Und hier in diesem gegenüberliegenden Position bedeutet das Ausgleichen, Abwägen, wie die Waageschale das im Gleichgewicht bringen. Unseren eigenen Gefühlen wahrnehmen, aber auch Gefühlen von anderen auch ernst nehmen und so dafür sorgen, dass das Harmonie entsteht, ein Geben und Nehmen. Was heute auch sehr wichtig ist, es war schon gestern die Energie so, es ist geblieben, heute ist noch spürbar und das ist die Karma und karmischen Themen. Hier im Tierkreiszeichen Waage die Venus-Energie und auch rückläufig, was auch Karma auch an,
deuten kann, karmischen Themen, dieser Rückläufigkeit, auch karmischen Themen. Also hier handelt es sich um die Liebe. Gegenüber liegt Uranus auch rückläufig, diese Veränderungen, Umbrüche und diese Rückläufigkeit, auch Vergangenheit, kann auch karmischen Themen bedeuten, stehen beide, auch Venus, auch Uranus, in eine enge Verbindung zu beiden Mondknoten. Alte karmischen Erinnerungen, Begegnungen zeigt sich gerade in Tierkreiszeichen Steinbock und ein Ausweg, etwas Neues lernen oder eine neue Richtung, eine Neuorientierung, das zeigt sich gerade die Tierkreiszeichen Krebs und aktiviert ist von Venus, Thema ist Liebe, und aktiviert ist von Uranus die Umbrüche und Veränderungen, die stehen in eine enge, ganz enge Verbindung und bildet sich hier wie ein Viereck. Und das sind karmische Themen und mit Venus-Energie natürlich handelt es sich um Liebe und Partnerschaft. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und dieser Mondhaus, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes, heißt Artra und das bedeutet eine gewisse Härte im heutigen Tag. Und wir müssen Kraft zeigen und auch in Kraft bleiben. Wenn wir diese Kraft zeigen können, wenn wir uns durchsetzen können, wenn wir uns behaupten können oder jemand überzeugen können von etwas, dann kommt eine gewisse lebendige Frische, auch Lebenskraft, auch Heilenergie und kommt ein Wechsel. Und das war die heutige Tageshoroskop, aber ich habe noch ein kurzes Infovideo und wir übergehen jetzt auf diese Aufnahme. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, diese Themen ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist oder die männerähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund, woran liegt die Hund begraben, oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche diese Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Diese Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.